Schon Alter, wieder. Wo kommen die denn alle? Das sind hässlich, die Wände. Na ja, Wurst, dann mache ich mir halt irgendwann noch eine Singleplayer-Small-Map und tu danach ein paar Luftinseln suchen. Und da holst du dann Hufeisen. Ja. Okay. Woher du das bloß weißt? Vor allem, da kommt ausgerechnet ein Hufeisen. Da kommt keins, da will ich so lachen. So, jetzt wird der Dungeon gemacht. Ich setz den Spawnpunkt mal hier. Okay, ich komm auch, aber bevor ich den Dungeon jetzt. Ich geh nicht voraus. Ich sammle das Geld und die Items ein. Du Penner, gibst mir jetzt das Hufeisen. Was so, ist gehst los, du das, Mann? Ach, du gehst den unteren Eingang, Dani. Ja, ja. Okay. Ich kann ja einfach hier runterspringen. Ja, du bist ein Sack, hab ich das schon mal gesagt? Ja, nee, letztens war noch ein Penner. Kann ich auch locker einfach runterjumpen. Clemi, das ist übelst praktisch. Ja, ich treib deinen Weg runtergerissen hab. Ich treib die hier vor mir her und tu sie alle umlegen. Falle ins Unendliche. Ich muss ja eben mein Inventar leeren. So, den scheiß Speedmeter brauch ich nicht, nein. Seht ihr auch gerade, wie ich falle? Nein. Ja. Also ich habe 3 Chests. Da Dynamit, das brauche ich noch. Gold brauche ich nicht mehr. Tränke, doch, die brauche ich. Das hier. Boomerang brauche ich nicht. Wie gut, dass ich keinen Fall-Damage bekomme. Ich bin hier ganz unten auf der Map. Seht ihr das? Was, wie weit bin ich bei euch? Gecheatet? Ja, ich bin einfach ins Leere gefallen. Unendlich lang. Und dann irgendwann war Ende. Cheater. Ich komme jetzt nicht mal hoch. Ich habe keinen Spiegel. Hier ist ein Enchanted Boomerang. Ja, super. Die kann man eben selbst noch machen. Ein Magic Mirror, den hat auch schon jeder. Wow. Okay. Halt nicht. Hier ist ganz so, auf ich einmal komme. Die Hellbird gekommen. Krepiert ihr ganzen Spastenviecher. Ihr sollt sterben. Ich bin jetzt ganz unten in der Hellbird, ich grab mich mal hoch. Mach das. Komm, gar kein Damage, Mann. Ah, verdammt, ich hab keinen Obsidian-Skal, deswegen verrecke ich hier gleich. Das ist ungünstig in der Hellworld. Da sollte man tatsächlich einen Obsidian-Skal mit sich führen. Ja. Dani, du bist, hast verloren, obwohl du der ultimative Porno-Charakter bist. Oh fuck, ich hab so viel Geld bei mir. Das ist bitter. Hat sogar schon Platin. Ich geh jetzt runter zu dir und tu mir dein Geld holen. Viel Spaß. Ich bin ganz unten auf der Map. Ja, das schaffe ich schon. In einem ganz kleinen Loch. Dann ich grab mich einfach weiter runter. Hier ist ein Herzkristall, aber das will ja niemand. Geil, Mann, den nehme ich mir. Ich hab ihn mal stehen lassen, hol den dir. Oh, wie sozial auf einmal. Oha. Endlich wollte ich gerade über die Stacheln drüber, aber Wurst. Ich weiß nicht, ob es hier einen Endraum gibt überhaupt. Ich glaube, ich bin gerade im Endraum. Da ist irgendwie nix. Welches Sack hat denn hier das zugebaut? Ich. Wieso hast du das zugebaut? Ja, damit die Monster nicht von oben hier reinfliegen in diesen Und geilen Raum. Was suchst du hier? Weiß ich nicht, ich grab nach unten. Ach, du meinst ungefähr so wie jetzt? Hey, soll ich mal Dynamit reinschmeißen? Ach doch. Nehmen wir es mal so. Ja. Geboot. Ist irgendwo etwas. Das ist geil. Nee, ich will wieder zurück in den Dungeon. Da ist noch ein Herzteil. Viel spannender. Der Dungeon ist nicht spannend, der ist langweilig. Jetzt wo wir so OP sind. Nein, der ist spannend. Das Vollschwert ist imbar, das hätte ich mir von Anfang an machen sollen. Nicht. Also ich meine, von dem Zeitpunkt, wo ich es hätte können, ich hätte es ja machen können, mir gedacht, das ist sicher scheiße. Noch ein Herzkristall, schon 3 Herzkristalle gefunden hier drin. So, jetzt, Dani, ich habe eine kleine Abkürzung zum Dungeon gegraben. Yeah. Ich bin cool. So imbar. Auf jeden Fall. Skelette. Sie haben Tom ist genau ein Oh, ich habe eine Truhe gefunden. Mit Band gar of Regeneration, ist Scumbag.
Irgendwer war hier schon. Tom. Ja? Warst du zufällig hier unten schon mal? Ich glaube schon. Achso. Ja, Tom ist ja schon unter mir. Ich laufe überall durch gerade. Ich rushe sozusagen durch. Die ganzen Truhen schon geöffnet. Ist überall nur unnützes Zeug drin. Aber kein Hufeisen, oder? Natürlich nicht. Ja. Okay. Blue Moon. 30 Damage Slow Speed. Ja, das geil. Ist geil. Das ist wieder so eine Keule. Geil. Ja, das ist. Okay, das ist meine neue Lieblingswaffe, Alter. Nice. Nice. Die benutze ich in Zukunft immer, ey. Ah, ich habe das Muramasa gefunden. Gefunden? Ja, in der Kiste. Dann kann man es doch nicht craften, keine Ahnung. Du hast mich zugelabert, du Lüger! Ja. Du Lüger! Gesagt, ich hab's geschenkt bekommen, ich hab's dazu gesagt. Hey yo, ich hab einen Shuriken-Toss gefunden. Yo, hier war Tom selber noch nicht, geil. Was hast du gefunden? Ein Shuriken-Toss. Tosse? Hier ist noch so ein Herzcontainer. Shuriken-Toss, was macht der? Ja, das ist so ein dreieckiges Stück Scheiße, was du werfen kannst. Ah. Yeah. Mach mir lieber die Tür. Geht er durch die Gegner durch oder nicht? Angel Statue. Super! Cobalt Shield. Grants Immunity to Knockback. Wow. Das ist geil. Dann fliegst du nicht immer so nach hinten. Jo. Hab mich mir auch gerade gedacht. Das war, das ist, glaube ich, der. Zwei. Naja. Aber Immunity to Knockback ist definitiv nice, das ziehe ich mir noch an. Ich im Moment Balloon, Cobalt Shield, Cloud in a Battle und 10% Movement Speed. Ich weiß nicht, ob ich die behalten soll, die Movement Speed. Oder ob ich das schneller rennen soll. Naja, also wenn es Wichtigeres gibt, dann nimm was anderes. So, ich bin ganz unten. Aqua Scepter. Sprays out water. Mal testen. Das ist geil. Gibt's noch einen zweiten Scepter, wo das Wasser bleibt? Wie? Ich weiß nicht, ob das das ist. Es gibt einen Water Scepter, wo das Wasser dauerhaft auch da bleibt. Also womit du quasi Wasser casten kannst. Und das andere, das macht einfach nur Damage. Ne, ja, das hier war das mit Damage. Ja, aber dieser Blue Moon ist eindeutig meine neue Lieblingswaffe. Das ist ein nice. Ja, das ist richtig geil. Boah, Mann, jetzt kommen hier so scheiße. Drei so Missgeburtenpriester oder was auch immer. Möchte gern Bastarde, ey. Möchte gern Bastarde. Wer möchte denn bitte ein Bastard sein? Ja, Tom nicht. Sprichst du nicht, Pampe? Ey, ich geb dir gleich. Okay, das finde ich nicht, das finde ich schön, dass du mir es gleich gibst. Der mit dem Anti-Hack. Gibt's ist sie hier unten schon nach rechts gelaufen? Ja. Alter, ich bin jetzt hier schon. Ja, mach die Tür doch nicht zu! Wieso ist die Tür zu? Nein, wieso war die Tür zu? Wieso? Wieso? Tom, wieso hast du die Tür zugemacht? Ist ein Herzkristall. Herzkristall? Wo hast du eine Tür zugemacht? Wow, da war gerade eine Pistole drin. Handgun, very fast speed. Naja, egal, will ich nicht. Würde ich jetzt auch sagen. Boah. Muss ich irgendwie mein ganzes Gold zurückholen? Lalalala. Und der Dani, der ist wohl gerade aus Skype geflogen. Und wahrscheinlich auch gleich wieder in der Unterhaltung drinne.
Bist du eigentlich noch da, Clemmy? Ja, ne? Ja. Yeah. Immer doch, Mann. Was? Wer ist auch wieder der Dani? Ja. Disconnect. Ja, hab ich halb auch gemerkt. 2 Uhr morgens. 24 Stunden Disconnect. Hier ist wieder so ein komisches Herzteil. Aber braucht ja niemand. Oh, jetzt habe ich mich wieder nach oben geportet, das darf doch nicht wahr sein. Das ist bitter. Sind wir noch live? Ja, wir sind aber nicht live, sondern am Aufnehmen. Ja, noch ist das so eine Angel Statue. Wir mal langsam an dieser Stelle Teil. Schluss machen, oder? Können wir machen, aber ich würde gerne noch schauen, ob es hier irgendwelche besonderen Items gibt in diesem Dungeon. Lohnt es sich überhaupt noch weiter zu Let's Playen? Ich glaub nicht. Ich glaube auch nicht. Wir haben jetzt einen, also ziemlich alles gezeigt, also. Ich glaube auch nicht. Ich sehe jetzt auch keine besonders größeren Räume mehr hier. Liegende Inseln, Corruption, Dungeon, Jungle, TNT. Ja, und das war's. Jo, im Endeffekt. Genau, apropos TNT, wir könnten einmal die Map zerbomben, aber. Geil. Okay, ich zerbombe die Map. TNT! Oh. Ich hab kein TNT hier. Verdammt! Ups, das ja, wollte ich schon. Nicht oder ich auch nicht, ich kaufe mir aber jetzt welches und dann verbombe ich alles. Oder wir geben denn die Map frei zum Spielen oder so. Das könnten aber wir auch machen. Oder Tom speichert die Map einfach und wir verbomben sie danach. Und geben sie dann frei. Ja. Aber wir verbomben sie und nehmen das auf. Okay. Oh Mann, ihr seid Helden. Auf jeden Fall würde ich sagen, nachdem jetzt so ziemlich der gesamte Content des Spiels sichtbar wurde, verabschieden wir uns von euch. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Let's Play. Keine Ahnung, wie viele Parts das jetzt sind, würde ich mal auf 50 Stück setzen. Also wir haben heute mindestens 6-7 Stunden gesuchtelt hier, weil das Spiel packt einen einfach. Es ist großartig. Also kann ich zumindest nur empfehlen. Als Minecraft-ähnliches Spiel auf jeden Fall den Kauf wert. Es ist anders, sagen wir so. Vor allem im Endgame ist es ein ganzes Stück anders wie Minecraft. Hat mehr RPG-Elemente. Und das ganze Schatzfinden und so macht ein ganzes Stück mehr Spaß. Ich würde sagen, man hört sich in einem anderen Let's Play. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.